Ja, bitte? Ich bin's. Wir hatten doch ausgemacht, dass du mich nicht zu Hause anrufst. Ich wusste einfach. Er ist aber noch beim Frühstück. Warte 5 Minuten, ja? Sobald er weg ist, können wir dann in Ruhe. Debbie, ich habe eine Idee. Eine fantastische Idee. Deshalb rufe ich an. Nein, danke. Daran haben wir wirklich kein Interesse. Hör zu. Wenn es so läuft, wie ich denke, und so wird es laufen, sind schon sehr bald all unsere Probleme gelöst. Debbie? Dann haben die Heimlichkeiten ein Ende. Und wir können endlich... Debbie! Du, ich muss Schluss machen. Ja, was denn, Schatz? Bankers Mahlzeit. Von Christoph Güsken. Regie Christoph Pragua. Ich bin schon wieder spät dran. Gibt's noch Kaffee? In der Kanne. Steht doch da. Ja, ja. Wo steckt eigentlich Frederik? Schläft noch. Ist spät geworden gestern Nacht. Was soll das heißen, er schläft noch? Was ist mit seinem Job? Ja, den hat er aufgegeben. Was? Weil er gemobbt wurde, sagt er. Gemobbt? Wenn ich das schon höre, mein Sohn, das Weichei, hätte ich früher bei jedem kleinsten Problem den Schwanz eingezogen, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Hä? Sag ihm das. Nein, Erdlein, das musst du ihm schon selbst sagen. Weißt du, Mobbing zählt nicht. Hm? Und weißt du auch warum? Bei einem guten Job gibt's keine Gefühle, es ist wie ein Spiel. Du ziehst deine Figur und der andere zieht seine. Jeder will gewinnen. Hm? Ich muss jetzt los. Gerd, bitte, du solltest wirklich mal mit ihm reden. Keine Zeit, leider. Im Gegensatz zu meinem Sohn habe ich einen Job. Aber nächste Woche hast du Zeit. Wenigstens für mich, oder? Nächste Woche? Was ist dann? Malediven. Unsere Woche, Gerd. Du hast es doch nicht... Nein. Keine Angst. Das läuft. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich mach das mit Hausmann klar. Ach so, wunderbar. Ach so. Du hast es also mit deinem Chef noch gar nicht besprochen. Ich sag doch, ich krieg das hin. Der schuldet mir noch was. Erstmal gehen wir heute Mittag schick essen. Hm? Sagen wir so gegen 12:30. Ich ruf dich an. Noch was, Gerd? Da ist gestern schon wieder so ein Paket angekommen, ohne Absender. Was war diesmal drin? Reis. Vor 3 Tagen das mit Kakao, jetzt Reis. Also ich frag mich wirklich, wer uns... Gerd? Nicht so eilig, Sobek. Wer sind Sie denn? Mein Name spielt keine Rolle. Ja, haben Sie auch wieder recht. Also ich bin spät dran und ich habe keine Zeit. Also lassen Sie mich in Ruhe. Du hast jede Menge Zeit, Sobek. Ich wüsste nicht, dass wir uns kennen. Was soll das Theater? Was wollen Sie? Ich habe so gut wie kein Bargeld dabei. Meine Kreditdaten sind alle in der Firma. Sie haben sich den Falschen für Ihr Spielchen. Oh! Erstens will ich kein Geld. Und zweitens, wenn du denkst, das ist ein Spielchen, dann liegst du vielleicht gar nicht so falsch. Schön, dass du wieder da bist, Sobek. Oh, Scheiße, mein Kopf. Wo verdammt nochmal bin ich? Was soll es hier werden? Ein Spiel, Sobek. Du magst doch Spiele. Ja, wer zum Teufel sind Sie? Wenn du willst, nenn mich Tarantula. So wie in dem Film. Tarantula? Ja, die Monstervogelspinne, die Menschen verspeist. Sehr witzig. Verdammt, Sie wissen gar nicht, was Sie sich für Ärger einhandeln. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht in deiner, Sobek. Was wollen Sie von mir? Warum, verdammt nochmal, Sie haben mich angekettet. Warum sitze ich in diesem Loch? Sieh genau hin. Das ist kein Loch, das ist ein Tauchbecken. Nur, dass kein Wasser drin ist. Früher war das hier eine Saunalandschaft. Demnächst wird alles abgerissen. Für uns die ideale Spielwiese. Spielwiese. Jetzt hören Sie schon auf damit. Was wollen Sie von mir? Ich habe alles hier, was ich brauche. Stromanschluss für meinen PC, Licht und Wasser, Schlafplatz, Toilette. Und jetzt auch noch dich, Sobek. Was bringt da oben an der Decke? Das ist eine Webcam. Webcam. Hier ist doch wenigstens was, Freddy. Hm? Komm, ich bring dir was. Machst du mir eine Pizza? Nur, wenn du den Computer ausmachst. Was spielst du denn da überhaupt? Es geht um die Weltherrschaft.
viel zu kompliziert für dich, Mama. Ich bin schon im 7. Level. Hm. Du, dein Vater meint, es war falsch von dir, diesen Job so schnell aufzugeben. Der hat doch gar keine Ahnung. Was weiß der denn schon von Jobs? Wenn ich so viel Asche hätte wie der, dann würde ich auch keinen Job machen. Aber das ist sein Job, Asche machen. Und du sitzt von morgens bis abends vorm Computer. Also natürlich macht sich dein Vater Sorgen. Er zockt. Das haben die in der Schule auch gesagt. Was haben die gesagt? Leute wie dein Daddy arbeiten nicht, die zocken nur. Er arbeitet, ja? Schau dich doch mal um. Wenn er nicht arbeiten würde, hätten wir dann dieses Haus? Also sei nicht ungerecht. Du könntest ja nicht mal einen Computer leisten. Apropos, kannst du mir Geld leihen? Ich bin völlig pleite. Dein Vater und ich, wir haben eigentlich beschlossen, dass... Wozu hast du denn einen Investmentbanker zum Mann? Der scheißt doch Geld. Du, Freddy, jetzt also nicht in diesem Ton, ja? Etwas mehr Respekt. Jetzt krieg dich doch nicht gleich so auf. Was denn los? Na, nichts. Nun sag schon. Ich mache mir einfach Sorgen. Wir wollten essen gehen, hat nicht mal angerufen. Was zum Thema Respekt? Nee. Da stimmt was nicht, Freddy. Das spüre ich. Telefon. Ja. Und du hörst jetzt mal auf mit dem blöden Spiel, ja? Komm runter und iss was. Gerd? Kripo Münster, Hauptkommissar Teuerzeit. Frau Bischof? Oh, ja, danke, dass Sie zurückrufen. Ich habe vorhin schon mit einem Ihrer Kollegen... Also, ich muss eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ja, das weiß ich. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir können da im Moment leider nichts tun. Hören Sie, mein Mann ist verschwunden. Herr Bischof? Nein, Sobeck. Gerd Sobeck, wir sind nicht verheiratet. Also, er hat sich den ganzen Tag nicht bei mir gemeldet. Wir wollten eigentlich essen gehen. Also, Moment. Sie wollten essen gehen und Ihr Mann hat Sie versetzt. Nein, er ist gar nicht gekommen. Und hat sich auch nicht gemeldet. Und in der Bank war er auch nicht. Ich habe ja nachgefragt. Also, Ihr Mann ist Banker, Frau Sobeck. Bischof. Frau Bischof, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Warten Sie doch erstmal bis morgen ab. Könnte ja sein, dass Herr Bischof sich dann meldet und wenn nicht, dann reden wir weiter. Er heißt nicht Bischof, sein Name ist Sobeck. Wie auch immer. Wo kämen wir hin, wenn wir immer gleich eine Fahndung rausgeben würden, wenn einer was weiß ich fremd geht? Wie bitte? Wie ist Ihr Name? Frau Sobeck, Frau Bischof, bitte, wir können nicht jeder Verspätung und jedem privaten Ihren Konflikt Namen. Nachgehen. Mein Name ist Teuerzeit mit TH und Sie dürfen mich jederzeit wieder anrufen, auch wenn der treue Herr Gemahl wieder da sein sollte. Frau Bischof, Frau Sobeck, im Ernst, wir können erst tätig werden, wenn Sie... Ja, so, wissen Sie was, sparen Sie sich einfach den Rest, ja? Sollen wir bestellen, mein Schatz? Also ich... Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Aber du trinkst doch wenigstens einen Kaffee. Also gut, ja, einen Kaffee. Was darf ich Ihnen bringen? Zwei normale Kaffee, ja. Bitte. Danke. Aber wirklich schade, dass du keine Zeit hast, aber danke, dass du mich eingeladen hast. Ich wollte dich fragen... Ja? ...ob du weißt, wo er ist. Wer? Gerd. Er ist seit heute Morgen spurlos verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Wie kommst du darauf, dass ich weiß, wo er steckt? Weil du heute Morgen so etwas gesagt hast, dass du eine Möglichkeit gefunden hast, wie du ihn... Aber ich meine, wie wir beide... Damit meinst du doch nicht, dass... Debbie, bitte, sag mir jetzt nicht, dass du mir so etwas zutraust. Was denn? Ja, was wohl? Dass ich mit seinem Verschwinden etwas zu tun haben könnte. Nein, entschuldige, nein, natürlich nicht. Ja, klang aber so. Also, ich muss schon sagen, dass du so etwas von mir denken kannst, das ist ja... Aber wie hast du das denn dann gemeint, also, dass unsere Probleme gelöst sind? Dass ich demnächst eine neue Firma gründe, einen Wertpapierhandel in Hamburg und du kommst mit, Debbie. Debbie, hörst du mir überhaupt zu? Am Montag wollten wir eine Woche auf die Malediven zum Tauchen. Ich frage mich, wohin er abgetaucht ist. Das ist nicht komisch, Tilman. Das ist nicht komisch.
Hansi, es ist 6 Uhr durch, ich habe Hunger. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Später, Sobek. Alles zu seiner Zeit. Außerdem tropft das Wasser. Erstmal zu unserem Spiel. Willkommen zu Bankers Mahlzeit. Hier kannst du nur gewinnen. Und so einfach geht's. Einloggen und mitspielen. Sie denken doch nicht im Ernst, ich würde in irgendeiner Weise mit Ihnen kooperieren. Wir folgen die Regeln, Sobek. Man sagt ja immer, Geld kann man nicht essen. Aber hier gilt das nicht. Was? Je mehr Geld, desto mehr kann unser Banker essen. Und die Leute setzen auf ihn, es lohnt sich. Die Wetten stehen 1-8. Das ist doch krank. Für jeden gesetzten Euro kriegen sie 8 heraus. Vorausgesetzt, sie liegen richtig und der Banker kriegt die Kurve. Kriegt die Kurve? Was soll das heißen? Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Entweder es gelingt ihm, sich aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage zu befreien. Oder die Polizei trifft ein und ist ihm dabei behilflich. Dritte Möglichkeit. Die Summe der Einsätze erreicht die 50.000 Euro Marke. Das wäre das Lösegeld. Und unser Banker kann sich zu Tisch begeben. 50.000. So lauten die Regeln. Woher sollen die denn kommen? Hm? Im Zweifel zwei von dir, Sobek. Du bist die Sicherheit. Die Spieler müssen dir vertrauen. 1-8. Man setzt 50 und kriegt 400, wenn du es schaffst. Wir spielen, bis die Einsätze die 50.000er Marke erreichen. Ach, das heißt 400.000? Genau. Und ich soll die 350.000 dazulegen? Ha, ist lächerlich. Ich weiß, das ist für dich ein lächerlicher Betrag. Aber wir müssen glaubwürdig bleiben. Die Leute vertrauen darauf, dass sie das Geld bekommen. Dann läuft das Spiel, glaub mir. Das Netz strotzt nur so von windigen Spielen, wo du im Handumdrehen ein Vermögen gewinnen kannst. Je dreister die Lüge, desto bereitwilliger zocken die Leute. Schalten Sie erst das Wasser ab. War abgelehnt. Du bist der Banker, Sobek. Drehen Sie den Hahn zu. Du willst schließlich, dass sie dich raushauen. Sie haben keine Chance. Sobald Sie mit diesem Scheißspiegel ins Netz gehen, haben Sie die Kripo am Hals. Die Kripo, die kriegen nur Dilettanten, die nichts davon verstehen. Glaub mir, ich verstehe was davon. Und zweitens, wir sind längst online. Teuerzeit? Ja, Bischof nochmal. Ja. Wir hatten heute Nachmittag telefoniert. Ja, ich erinnere mich. Sie wollten Ihren Mann suchen lassen, weil er nicht mit Ihnen essen gegangen ist. Und jetzt hat er sich entschuldigt und Sie haben sich wieder beruhigt. Und alles ist gut, ja? Nein, gar nichts ist gut. Glauben Sie mir. Und es sieht ihm auch gar nicht ähnlich, dass er nirgends zu erreichen ist. Ich habe das Gefühl, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Und ich möchte nicht bis morgen warten. Ein Gefühl? Wir wollten auf die Malediven. Er hat versprochen, die Tickets im Reisebüro abzuholen, aber er ist gar nicht dort gewesen. Ey, für mich ohne Schinken, ja? Nochmal, Frau Bischof, wir haben hier sehr viel zu tun und können es uns leider nicht leisten, Beziehungsprobleme zu lösen. Beziehungsprobleme? Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber wenn Ihr Mann sich entschieden haben sollte, sich nicht zu melden, ja, selbst wenn er sich entschieden haben sollte, eine Nacht mit einer anderen Frau oder sonst was zu verbringen, so wird sich das schon irgendwie regeln. Sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Es gibt keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Keinen noch so winzigen Hinweis. Nein? Ich kann nichts für Sie tun. Ich bin Polizist und kein Moralwächter. Versuchen Sie es einfach mal mit etwas Geduld. Sie bringen nicht mal die Geduld auf, mir zuzuhören und wollen mir jetzt Ratschläge erteilen in einer Sache, von der Sie nicht das Geringste verstehen. Glauben Sie mir, ich verstehe was davon. Und zwar mehr als mir lieb ist. Freddy? Hier. Komm mal her, Mama. Ich muss dir was zeigen. Hör mal, also, ich mache mir Sorgen, was mit deinem Vater passiert sein könnte und du kommst nicht von deinem Computer weg. Darum geht es doch. Ich habe ihn gefunden. Wen? Papa. Was? Ja, hier, pass auf. Den Link hat mir ein Freund geschickt. Willkommen zu Bankers Mahlzeit. Hier kannst du nur gewinnen. Bankers Mahlzeit. Und so einfach geht's. Ja, und ein was soll das heißen? Und mitspielen. Das ist ein Spiel. Wenn du es richtig anstellst, kannst du eine Menge Geld gewinnen. Und das ganz schnell. Wie bitte? Also das ist ja... Du schreib mir das mal bitte ganz schnell auf, ja?
Wenn die mir das jetzt immer noch nicht glauben wollen, dann gehe ich direkt zum Staatsanwalt. Sie sind? Brehm. Ach, Frau Brehm. Ja, Hauptkommissarin Brehm, das wird nicht leicht werden. Ich habe die Soko-Internet zusammengetrommelt. Mhm. Mein Gebiet. Ja, dann können Sie mir doch sicherlich auch erklären, was überhaupt vor sich geht. Ja, hier haben wir Sobek, angekettet in einem Becken, ja. Tauchbecken, was auch immer. Mhm. Und das Spiel heißt Bankersmahlzeit. Sobek ist Banker. Ja, soweit bin ich auch schon im Bilde. Gut. In dem Spiel geht es offenbar darum, Lösegeld zusammenzutrommeln. Aber wenn Sie mich fragen, haben wir es hier nicht mit einer humanitären Spendensammelaktion zu tun. Vielleicht eher mit einer Art von Versteigerung. Sie können ein paar Euro einsetzen, sagen wir mal 5. So. Und? Sehen Sie? Ihr Einsatz? Ja. 5. Ihr Gewinn? 40. 1:8. Mhm. Was soll das? Wissen wir nicht. Aber fest steht, dass man hier Reibach machen kann. Vorausgesetzt, bis Samstag um 24 Uhr sind 50.000 zusammen. Morgen Nacht? So lange läuft das Spiel. Das sind ja nicht mal mehr 30 Stunden. Wir können auch nicht rund um die Uhr Unterbinden Sie das. Lassen Sie das sperren, oder? Das ist nicht so einfach. Der Server befindet sich in Kiew. Und die Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden ist nicht unkompliziert. Sie meinen, Sobek ist auch in Russland? In der Ukraine. Naja. Ja, möglich wäre es. Sag ich doch. Wie soll der Täter Sobek so schnell außer Landes gebracht haben? Der Mann wurde heute Morgen in aller Frühe gekidnappt. Der kann schon weit im Osten sein, vielleicht nicht in Kiew, aber... Nein, das wäre viel zu riskant, aber... Was ist das für ein Blödsinn? Eine Lotterie mit lebendigem Opfer? Eine öffentliche Internetentführung? Kann auch zu einer Hinrichtung werden. Guten Morgen, Sobek. Neuer Tag, neues Glück. Das Wasser tropft immer noch. Tja, damit musst du wohl leben. Du solltest froh sein, dass es nur tropft. Einsatz 70 Euro. Gesamtsumme 2180. Siehst du, so wird die Sache kommt doch in Gang. Was soll das jetzt wieder heißen? Es macht mich rasend. Was macht dir Sorgen? Du hast doch Geld. Sie sind durchgeknallt, vollkommen verrückt. Was wollen Sie? Rache? Ich kenne Sie doch gar nicht. Da hast du recht, Sobek. Erstens, du kennst mich nicht. Ja. Wärst du ein anderer Mensch, dann würdest du mich vielleicht kennen. Ja. Und zweitens, es geht tatsächlich um Rache. Wofür? Meine Mutter wollte immer, dass ich eine Frau werde, die besonnen handelt, den Dingen auf den Grund geht und nicht dem äußeren Schein verfällt. Und dann war sie tot und ich beschloss, den Dingen auf den Grund zu gehen. So, wie sie es mir beigebracht hat. Na, bitte. Aber das mit der Besonnenheit habe ich nicht so gut hingekriegt. Wenn du deine Mutter verlierst, hast du das Bedürfnis, Rache zu nehmen. Bankersmahlzeit. Mitspieler 146. Summe der Einsätze 2690 Euro. Verbleibende Zeit. Na, das muss schon noch besser werden, was? Stunden. Sonst haben wir am Sonntag nicht mal die Hälfte zusammen. Hören Sie auf. 23. Verschonen Sie mich mit Ihrer Lebensgeschichte. Sorgen Sie lieber dafür, dass es trocken wird. Mama war für People's World in Haiti. Das ist eine Organisation, die Menschen hilft, auf eigenen Füßen zu stehen. Ja. Schulen, medizinische Hilfe, Infrastruktur. Dann kam das Jahr 2008. Ach du Scheiße. Innerhalb weniger Wochen stiegen die Preise für Grundnahrungsmittel um das Dreifache. Die Leute konnten nicht mal mehr Reis kaufen. Legen Sie Ihr Geld in Wasserkraft an. Sichern Sie Ihre Zukunft. Was hat das jetzt zu bedeuten? Was soll das mit der Wasserkraft? Die Leute gingen auf die Straße, plünderten Läden. Ein paar fielen über Mama her und zerrten sie in eine Seitengasse. Sie schlugen mit Eisenstangen auf sie ein. Eine Freundin hat sie gefunden. Sie erlag ihren Verletzungen. Ja, das ist
Das ist schlimm. Aber was hab ich? Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es schlimm, dass sowas passiert, aber was soll denn jetzt diese Meldung mit der Wasserkraft? Lange Zeit habe ich gedacht, dass man solche Leute ihrem Schicksal überlassen sollte, wenn sie diejenigen, die ihnen aus idealistischen Gründen helfen, mit Knüppeln erschlagen. Ja. Können Sie mir andere Schuhe besorgen? Aber dann ging ich den Dingen auf den Grund. Meine sind nass. Weißt du, was ich eines Tages begriffen habe? Nein. Diese Leute sind gar nicht an der Lage schuld. Streng genommen haben sie meine Mutter gar nicht ermordet, sondern ein anderer Sobek. Du. Ja, ich bin's, Teuerzeit. Ich stehe gerade vor Sobeks Wagen in der Garage. Er hatte ihn wohl schon aufgeschlossen, aber vom Schlüssel keine Spur. Kein Hinweis auf den Kidnapper? Tja, als wären Sie jetzt das übliche Streichholzbriefchen meinen. Nein. Habt ihr diese Internetseite endlich abgestellt? Negativ. Aber wir sind dran. Der Betreiber der Seite sitzt in Rumänien. Gestern warst du noch Kiew. Der Kerl ist clever. Zieht ständig auf einen anderen Server um. Ja, geht das denn? Das ist üblich, wenn man nicht geortet werden will. Mhm. Und deswegen habt ihr ihn noch nicht? Ja, wir kriegen ihn schon noch. Hoffentlich bevor Sobek unter Wasser ist. Wie Wasser? Es fließt Wasser ins Becken. Damit können die Spielteilnehmer der Gegenseite Gewinn machen. Sie müssen nur den Button Wassermarsch aktivieren, dann sind sie dabei. Und wir reden von echtem Wasser. Mann, Mann, Mann. Haben Sie ihn gefunden? Noch nicht. Ist Ihnen in der letzten Zeit vielleicht irgendwas aufgefallen, was uns Aufschluss über den Täter geben könnte? Ich weiß nicht, aber kommen Sie doch erstmal bitte rein. Danke. Wir haben diese Päckchen bekommen. Päckchen? Ja. Einmal war Kakao drin, dann Getreide, ganz merkwürdig. Das letzte kam am Donnerstag. Also vorgestern? Ja, genau, einen Tag bevor. Also ein Päckchen mit Reis. Von wem? Keine Ahnung, es war an Gerd adressiert. Hat Ihr Mann Feinde? Gerd sagt immer, als Banker musst du Feinde haben, sonst machst du deinen Job nicht richtig. Aber ich glaube, er hatte keine, nur Kunden. Das wär's dann fürs Erste. Ja. Nein, halt, da fällt mir jetzt doch noch was ein. Da war ein Mann, der auf ihn los ist und ihn beschimpft hat. Wo und wann war das? Vor etwa 3 Wochen. Es war in der Stadt während einer Kundgebung. Was für eine Kundgebung? Eine Demonstration gegen die Globalisierung. Gerd ist da irgendwie hineingeraten und der Mann hat ihn angegriffen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ist er der Sache nachgegangen? Gab es eine Anzeige? Kennt man den Namen des Mannes? Also wenn es eine Anzeige gäbe, müssten Sie das doch wohl schnell rausfinden, oder? Aber, Aber was? Nichts. War nur so ein Gedanke. Frau Bischof, wir haben nichts. Wir müssen jeder noch so winzigen, verdächtigen Spur nachgehen, sonst kommen wir nicht weiter und die Zeit rennt also. Also ich frage mich inzwischen, ob nicht Tilma, also ich meine Herr Hummelt, mit der Sache zu tun haben könnte. Er arbeitet auch in der Bank und früher waren die beiden beste Freunde. Und warum glauben Sie, dass Tillmann ihm so etwas antun könnte? Naja, er war stellvertretender Bereichsleiter und jetzt hat Gerd eben diesen Posten. Oh. Ja, dabei hat Tillmann durchaus die Fähigkeiten. Ich meine... Sie kennen ihn also näher? Nein, nur flüchtig. Wir laufen uns ab und zu über den Weg. Wir brauchen diesen Demonstranten. Welchen? Den, mit dem er sich auf der Kundgebung gezopft hat. Glauben Sie, der könnte der Kidnapper sein? Ja, momentan haben wir einfach nichts anderes. Zuerst beschimpft er ihn, dann entführt er ihn. Warum nicht? Steht irgendwo in Ihren Lehrbüchern, dass es nicht erlaubt ist. Entführen ist nicht erlaubt. Beschimpfen schon. Bis gleich und Ende. Sie sind verrückt. Ich kenne Ihre Mutter überhaupt nicht. Du hattest nichts gegen sie, Sobek. Und sie ist deshalb gestorben, weil sie dir egal war. Sie hieß Anna. Ja, Anna. Ja. Anna van Deusen. Was? Anna. Anna. Da bist du, Celeste? Ja, das bin ich. Und ich bin dein Vater. Bist du nicht? Na schön. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, Celeste, aber... Ob sie nun passt oder nicht, deine Mutter ist die Frau, die von mir schwanger wurde. Für dich heiße ich Tarantula. Das ist doch lächerlich. Hey,
Lass mich laufen, der zweite Tag ist schon halb vorbei. Es dauert nicht mehr lange, bis sie dich aufgespürt haben. Darauf würde ich nicht setzen. Sorg lieber dafür, dass mehr Leute für dich spenden. Wenn das so weitergeht, reicht das Geld nicht. Es fehlen noch fast 15.000 Euro. Wasserkraft hat Zukunft. 1.000 Liter verkauft. Bitte. Werden geliefert. Bitte, was soll der Scheiß mit dem Wasser? Das hatte ich doch schon erwähnt, oder? Jedes Spiel hat zwei Seiten. Die einen verdienen. Den anderen steht das Wasser bis zum Hals. Was soll das? Die andere Seite unseres kleinen Spiels, Sobek. Stell dir vor, es gibt Leute, die setzen auf Wasserkraft. Auch wenn du am Ende dabei drauf gehst. Wasserkraft. Das ist eine zukunftsweisende Technologie. Für jeden Liter, der in dieses Becken plätschert, gibt es 50 Cent. Ziemlich lausig. Wenn man stattdessen mit Sobek 800% Gewinn machen kann. Meinst du nicht? Also sei unbesorgt. Die überwiegende Mehrheit der Spieler glaubt an dich. Und daran, dass du das hier überlebst. Aber wieso hat es dann erst getröpfelt und jetzt läuft es richtig? Muss ich dir das erklären, Sobek? Es gibt immer welche, die gegen den Trend wetten. Also bleib cool. Und was ist, wenn sie ihre veranschlagten Gewinne aus den gesetzten Beträgen in Wasser anlegen? So blöd bist du doch sonst nicht, Sobek, alter Banker. Je mehr Leute in Wasserkraft investieren, desto schneller kommt das Wasser. Ist doch nur ein Spiel, Sobek. Zeit läuft uns davon, Kollegin Brehm. Ich weiß, aber unser Kidnapper ist clever. Nicht nur mehr 10 Stunden. Heute Mitternacht ist Zapfenstreich. Ein echter Profi, wenn Sie mich fragen. Er hat uns wieder abgehängt. Und was sagt er da? Wer? Herr Sobek. Die Mundbewegungen. Gehen Sie mal näher ran. Das geht nicht. Der Kidnapper hat die Kamera installiert. Ja, ich weiß. Ransom ist nicht. Wir können das Bild vergrößern, aber damit es grob ist. Ja, aber sehen Sie das nicht? Der schnappt nach Luft. Wie ein Fisch auf dem Trocknen. Du weißt doch kaum Wasser im Schwimmbecken. Sie haben recht. Nee, der schnappt nicht nach Luft, der sagt was. Aber was? Keine Ahnung, wir haben keinen Ton. Aber er versucht uns irgendwas mitzuteilen. Was bedeutet das? Ich kann nicht von den Lippen ablesen. Okay, wir müssen unbedingt... Jetzt ist das Bild eingefroren. Der Rechner ist abgestürzt. Nee, glaube ich nicht. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde dranbleiben, Sie machen jetzt Pause. Wenn sich was ergibt, rufe ich Sie. Nein, mache ich nicht. Ich fahre jetzt erstmal zu Sobeks Kollegen... Diesem Hummelt. Gerd Sobek ist einer dieser Finanzheinis der modernen Schule. Ein klassischer Gewinner. Bitte schön. Hat er Sie ausgebotet? So würde ich das nicht nennen, Herr Kommissar. Ich bin ein guter Verlierer. Nein. Gerd ist schon der Bessere für den Posten. Sie haben ihm nichts nachgetragen und trotzdem seine Frau angebaggert. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Moment. Ja, was gibt's denn? Wir haben den Mann, der sich mit Sobek geprügelt hat, diesen Demonstranten, ein gewisser Schlösser. Aha. Er wird gleich hier sein. Gute Arbeit. Was macht das Internet? Bankers Mahlzeit ist wieder da, seit einer halben Stunde am Netz. Und es bleiben noch schlappe 6 Stunden. Also alles wie gestern? Bis auf die Tatsache, dass der Wasserspiegel im Becken gestiegen ist. Ja, und wir haben einen Lippenleser konsultiert. Sobek nimmt tatsächlich einen Namen. Anna oder Anne von Dausen, Dosen oder Deusen. Na, geht doch. Ich bin gleich wieder bei euch. Was hat denn Sobek gemacht, bevor er in Ihrer Firma anfing? Er hat für einen US-Investmentfonds Finanzprodukte verscherbelt. Ein waschechter Global Player. Seine Lebensgefährtin erwähnte einen Streit. Debbie? Sobek hat sich mit einem Demonstranten angelegt. Wissen Sie was drüber? Ja, doch, das war heftig. Ich war zufällig dabei. Was war denn das für einer? Globalisierungsgegner? Keine Ahnung. Eher nicht. Ne? Diese Occupy-Typen erkennt man ja in der Regel schon am schäbigen Outfit und am schlechten Benehmen. Aha. Ja, für die sind alle Banker korrupt. Eiskalt und nur hinter dem großen Geld her. Nicht diese Sprüche. Aber der Typ, der war irgendwie anders. Was heißt hier irgendwie anders? Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich kannten. Woher? Es ist nur so ein Gefühl. Ja? So wie die sich angeschrien haben, das hatte etwas Privates. Das war keine politische Auseinandersetzung. Das war privat, glaube ich. Ach, sind Sie Herr Teuerzeit? Ja. Sie
sind Herr Schlosser, ja? Ja, ich bin unschuldig. Er hat ja angefangen. Ja, 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 ja. Kommen Sie erst mal rein. So, nehmen Sie bitte hier Platz. Also, wollen wir festhalten, ich bin aus freien Stücken hier. Es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass ich diesen Sobek angegriffen habe. Im Gegenteil, deshalb habe ich auch Anzeige gegen ihn erstattet, wegen versuchter Körperverletzung. Worum ging es denn bei Ihrem Streit? Politik. Sehen Sie, wir haben es mit einer weltweiten Krise zu tun. Banker wie Sobek haben Sie vielleicht nicht verursacht, aber Sie verdienen daran. Und das nicht zu knapp. Und deshalb ist es in Ihrem Interesse, die Preise für Rohstoffe immer höher zu treiben. Ein zynisches Spiel. Wir kämpfen dafür, dass das öffentlich gemacht wird. Es war also nichts Persönliches. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Wir haben einen Augenzeugen, der diesen Eindruck hatte. Wie wollen Sie in dieser Sache Politisches und Persönliches trennen? Die Frage globaler Gerechtigkeit betrifft jeden von uns. Anna, meine Lebensgefährtin, bekam die Auswirkungen dieses weltweiten Profitstrebens am eigenen Leibe zu spüren. So viel zu der Frage, ob Politik auch eine persönliche Dimension hat. Also gut. Gibt es irgendwelche Informationen, die uns auf die Spur des Entführers bringen könnten? Irgendeinen Verdacht? Nein, keine Ahnung. Na gut. Das wär's dann erstmal. Ich danke Ihnen, dass Sie sich hierher bemüht haben. Ich wollte diesen Verdacht gegen mich aus der Welt schaffen. Ja, ja. Ich war auf der Demo, ja, aber ich bin kein Randalierer. Ach, Herr Schlosser? Ja, bitte? Eine Frage noch. Kommen Sie doch mal rein. Sie erwähnten eben eine Anna. Ihre Lebensgefährtin, sagten Sie. Ja. Ist Ihr Name zufällig von Domen oder von Deusen? Anna von Deusen? Ja, Deusen, aber nicht von, sondern van. Anna van Deusen, warum? Dieser Sobek, also der, den Sie neulich attackiert haben. Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt. Das ist völlig unwichtig. Wir haben einen bizarren Fall von Kidnapping. Sobek ist entführt worden. Der Entführer oder der Entführer hat eine Webcam installiert. Sie glauben doch nicht, dass ich... Nein, ganz langsam. Wenn wir seine Lippenbewegungen richtig analysiert haben, dann sagt er den Namen Anna van Deusen in die Webcam. Haben Sie dafür eine Erklärung? Was? Also, nicht die geringste. Und nochmal, ich habe nicht ihn, sondern er mich attackiert. Das habe ich doch eben gesagt. Und jetzt auch noch, also eine Entführung... Herr Schlosser, die Sache ist ernst. Irgendjemand hat ein sehr böses Spiel mit dem Mann vor. Wenn Sie mehr wissen, dann müssen Sie uns das sagen. Und Anna soll da mit drin hängen? Möglicherweise. Ich fürchte, Herr Kommissar, Sie verfolgen eine falsche Spur. Und wieso? Anna ist tot. Sie kam vor 4 Jahren auf Haiti ums Leben. Anna van Deusen, Ärztin, wurde 2008 bei Unruhen in Haiti ermordet. 2008 herrschte eine Versorgungskrise. Einige amerikanische Investmentfonds kamen in die Kritik, weil sie im großen Stil mit Agrarrohstoffen spekuliert haben. Sie haben irrsinnige Mengen aufgekauft und vom Markt genommen. Das hat den Preis in die Höhe getrieben. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen, nicht nur auf Haiti. So, und jetzt erhält Sobek Päckchen mit Weizen, Kakao und Reis. Grundnahrungsmittel. Aha. Das hat uns Debbie Bischof erzählt. Da muss es einen direkten Zusammenhang geben. Sehr gut, Herr Kollege. Sehr gut. Das würde ich meinen. Ich hoffe, es enttäuscht Sie nicht allzu sehr, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Einer der Fonds, der am meisten Geld aus dieser Krise in Haiti zog, war McCloud Funds, weltweit operierend, mit Sitz in Singapur. Und nun raten Sie mal, wer da mit drin hing. Ich hatte mal einen Vater, habe ich mir jedenfalls eingebildet. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Willst du mal sehen? Herr Sobek, der Handel mit Geld und Wertpapieren ist stark in die Kritik geraten. Sie als Investmentbanker gelten für viele als habgieriger Zocker. Wie gehen Sie um mit einem solchen Vorwurf? Was soll das denn? Sie stellen die Frage, weil sie schon beantwortet scheint. Also würde ich mit einer Gegenfrage antworten. Wollen Sie denn kein Geld für das, was Sie tun? Doch, natürlich, nur... Jeder in dieser Welt arbeitet für Geld. Das ist ganz normal.
Jeder versucht, seinen Job gut zu machen. Und mein Job bedeutet, für meine Kunden eine größtmögliche Rendite zu erzielen. Ich muss mir das nicht vorhalten lassen, nur weil die Medien unser eins zum Abschaum erklärt haben. Aber Herr Sobeck, es ist doch unbestritten, dass die ungezügelte Spekulation Ihrer Branche einen wesentlichen Anteil an der heutigen Krise hat. Ungezügelt gehe. Ihre Zuschauer das natürlich gerne, aber wenn es Ihnen politisch noch so unkorrekt vorkommt, die Gier ist nun mal die gewaltigste Triebfeder unserer Zivilisation. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. Und weil das jeder weiß, will es keiner hören. Was sagen Sie denn zu den Plänen, die Spielräume der internationalen Finanzmärkte rigoros einzuschränken? Stichwort Finanztransaktionssteuer. Ihr wollt, dass wir weiterspielen? Und nehmt uns die Würfel weg. Was soll das? Sie macht das. Sie halten das alles also für ein Spiel? Ja, du gewinnst und du verlierst. Und wenn du das nicht verträgst, dann solltest du nach Hause gehen und Erbsen zählen. Hör zu. Du verstehst das ganz falsch. Meine Mutter war so eine, die das nicht vertragen hat. Du tust gerade so, als hätte ich den Kerlen, die sie auf dem Gewissen haben, eigenhändig die Eisenstange in die Hand gedrückt. Hast du das etwa nicht? Was wirfst du mir vor? Meine Kunden vertrauen mir ihr hart verdientes Geld an. Sie erwarten uns das mit vollem Recht, dass ich für sie das Beste raussuche. Und darin bist du richtig gut, nehme ich an. Ja, allerdings. Du kapierst nicht das Geringste. Hab ich recht? Nein. Wovon zum Teufel sprichst du? Wenn du gewusst hättest, dass Mama da unten ihren Kopf hinhält, hätte das was geändert? Hättest du dich anders verhalten? Aber natürlich. Du lügst. Freddy? Legen Sie Ihr Geld in Wasserkraft an. Was um Himmels Willen Sichern machst du da? Sie Ihre Zukunft. Ich spiele, Mama. Das weißt du doch. Ne, sag mir, dass du da nicht mitmachst. Du, das ist dein Vater, der da festgeschnallt ist. Ich weiß, Mama. Gerade deshalb spiele ich doch. Gerade deshalb? Ja, um ihm zu helfen. Die Kripo sucht und sucht, aber die werden nichts finden. Die haben noch 4 Stunden, um ihn da rauszuholen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Wirklich? Geld für ihn spenden. Den Trend umkehren. Welchen Trend denn? Die meisten Mitspieler investieren jetzt in Wasserkraft hier, in den Wasserkraftbutton. Verstehst du? Nein. Die haben ihn schon aufgegeben. Die wetten auf seinen Tod. Was? Man muss dagegen steuern, die 50.000 zusammenbringen. Man muss auf einem anderen Weg schneller sein. Dann ist er frei. Sonst steigt das Wasser. Das ist doch alles pervers. Spielen mit, Mama. Wir müssen das Lösegeld zusammenkriegen. Nein, nein, nein. Nein, Fredrik, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist so widerlich. Wieso kommt so viel Wasser? Das Becken ist erst halb voll. Und es sind 23 Grad. Wieso kommt so viel Wasser? Sobeck, du kennst das Spiel besser als ich. Willst du es den Leuten übel nehmen? Die wollen sich bloß absichern, falls du es nicht schaffst. Falls das Lösegeld nicht zusammenkommt, haben sie immer noch die Wasseroption. Und je mehr Mitspieler so denken, desto lukrativer wird die Sache. Ich habe Anna nicht umgebracht und du weißt das. Nein, du hast sie nicht umgebracht. Es war dir einfach egal, was aus ihr wurde und aus all diesen Menschen. Hauptsache, du hast an ihrem Elend verdient. Aber es ist kein Grund, dich jetzt umzubringen. Also gut, nehmen wir mal an, du hast recht mit allem und bist wirklich unschuldig. Du kannst nicht dafür, dass es dich jetzt erwischt. Dumm für dich ist nur, dass mich das nicht interessiert. Es ist mir egal. Okay. Wir spielen ja ein Spiel. Jeder will das Maximum für seine Spielfigur herausholen. Emotionen sind fehl am Platz. Du bist doch sonst auch kein Weichei, Jobe. 3500 Liter Wasser geliefert. Wasser im Aufwärtstrend. Gib mir die Tastatur. Was willst du ihnen sagen, Jobe? Dass sie das mit dem Wasser sein lassen sollen? Weil du ihnen das Doppelte zahlst? Du weißt genauso gut wie ich, dass es darum nicht mehr geht. Die wollen dich absaufen sehen, darum geht's denen. Sie kennen dich doch gar nicht. Diese Leute wollen nur Gewinn machen, weiter nichts. Gib mir die verdammte Tastatur. Zum tausendsten Mal, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Davon, dass da einer in diesem gottverdammten Internet vor den Augen von Millionen Schaulustigen einen Menschen hinrichtet. Das ist ganz sicher eine schlimme Sache, aber ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ja, was denkt ihr euch denn? Dass ihr auf der richtigen Seite steht mit eurem Protest gegen die Globalisierung? Und dass dann alle Mittel recht sind? Das ist
Sehr schlimmer als Al-Qaida. Es tut mir leid für Sie, Herr Kommissar. Bitte glauben Sie mir, ich sehe Sie ungern im Dunkeln tappen. Sparen Sie endlich das Gesülze, Schlösser. Erzählen Sie mir endlich, worum es bei der Auseinandersetzung mit Sobek ging. War es privat? Ja. Es ging auch um Celeste. Wer ist das jetzt schon wieder? Annas Tochter. Sie hatte eine Tochter? Mensch, und damit kommen Sie erst jetzt? Weil ich Celeste da raushalten wollte. Sie tauchte plötzlich auf, wollte alles wissen über den internationalen Finanzmarkt. Sie sagte, dass sie herausgefunden hat, wer ihr Vater ist und was er macht. Was? Sagen Sie das nochmal. Sobek ist Ihr Vater? Celeste ist nicht der Typ, der die Dinge ausgewogen sieht und von vielen Seiten betrachtet, wissen Sie. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass Sobek verantwortlich für Annas Tod ist. Schließlich ist er ihr Vater und hat sich niemals für sie interessiert. Ich habe versucht, ihr das auszureden, habe ihr erklärt, dass die Dinge nicht so simpel sind, wie wir glauben. Aber sie wollte nichts davon hören. Also habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie ihn kennenlernt. Und darauf haben Sie Sobek angesprochen? Leider ohne Erfolg. Und wo ist Celeste jetzt? Soviel ich weiß, lebt sie in Kopenhagen, aber ihre Adresse habe ich nicht. Du kannst mir glauben, dass ich deinen Mann immer respektiert habe. Eine Zeit lang war er sogar ein Vorbild für mich. Ja, das hast du jetzt schon öfter gesagt, Tillmann. Andererseits gibt es natürlich auch eine Grenze. Verstehst du? Für jeden gibt es eine Grenze. Für jeden. Bis auf Gerd. Bis auf Gerd? Was meinst du damit? Na, bis hierher und nicht weiter. Das meine ich. Ja, und wenn doch, dann spekulierst du zum Beispiel mit den Preisen von Grundnahrungsmitteln. Tolle Sache. Du kannst praktisch nicht verlieren, weil die Leute ja essen müssen. Verstehst du? Nein. Wenn die Preise steigen, regnet es für dich Geld und die anderen, ja, die sollen halt in den Mülltonnen rumwühlen. Also, du willst jetzt aber damit nicht andeuten, dass Gerd auf diese Weise sein... Soll er tun, was er will? Hm? Er ist schließlich erwachsen. Aber so, wie er sich mir gegenüber verhalten hat, so wenig taktvoll, so rücksichtslos, kann er von mir nicht verlangen, dass ich tatenlos zusehe. Wusstest du, dass er eine Tochter hat? Ja, er hat das irgendwann mal erwähnt, ja. Mhm. Tillmann, es hat mich nicht weiter interessiert. Mich aber. Ja. Ja, denk, was du willst. Es gab Situationen, da wollte ich ihn damit unter Druck setzen. Ja. Du nimmst ihm die Frau weg, um ihn zu demütigen? Ja? Oh mein Gott, Tillmann. Und ich hab gedacht... Dieses Mädchen hat ein Recht darauf zu erfahren, wer ihr Vater ist. Ja, sie ist ziemlich speziell und mit dem, was ihr Daddy da so treibt, da würde sie nie klarkommen. Was erzählst du da? Dass ich vielleicht ein wenig über das Ziel hinausgeschossen bin. Celeste? Celeste? Ja, so heißt seine Tochter. Ich wusste, sie macht Gerd irgendwie die Hölle heiß. Aber ich hab doch nicht ahnen können. Damit hab ich doch nichts zu tun. Verstehst du? Und ich möchte auch nicht, dass... Das was? Jedenfalls, es kann so nicht weitergehen. Was denn? Es war wirklich schön mit dir, Daddy. Unsere spontanen Treffen, unsere Hotelbegegnungen, unsere Affäre, meinetwegen. Ich habe das genossen. Ja, das war schön. Aber andererseits, ich bin verheiratet, habe Familie. Betrachten wir die Sache vernünftig. Ach ja, ich... Ja, ich vergaß, du hast ja Familie. Debbie, bitte. Lass uns gute Freunde bleiben, oder? Timmer? Hm? Was soll dieses Gerede? Dann sprich's aus. Komm, sag's einfach. Ja. Wir sollten uns nicht mehr treffen, Debbie. Zahlen bitte. Es tut mir leid. Ja. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid. Celeste van Deusen, 24, hat das Studium geschmissen. Die dänischen Kollegen gehen davon aus, dass sie in einschlägigen Hackerkreisen unter dem Namen Tarantula bekannt ist. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Das ist die Frau, die wir suchen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir sie suchen sollen. Du hast immer noch eine faire Chance, Sobek. Und
Die Sache ist so abgekartet. Komm, ein paar Liter und ich sauf ab. Das wird schon. Hab Vertrauen in die Mitspieler. Zum letzten Mal, was willst du von dir? Ich dachte mir, dass du dich entschuldigst und sagst, dass dein Leben bislang ein tragischer Fehler gewesen ist. Also gut, Celeste, du willst es. Genauso war es, ja, und Entschuldigung. Das reicht nicht. Es reicht dir nicht? Verdammt, mir steht das Wasser bis zum Kinn und du sagst, es reicht dir nicht? Dass du das nur so sagst, das reicht mir nicht. Es ist nicht ernst gemeint. So wie dein ganzes Leben bis jetzt. Also gut, mein Kind, bitte. Glaub mir trotzdem, ich kann verstehen, wenn du es nicht tust. Aber mein ganzes Leben lang habe ich nur für unwichtige Dinge gelebt. Und jetzt, wo ich das erkenne, habe ich keine Worte, die klar zu machen, dass mir auch, wenn der Einstand dagegen spricht, trotzdem sehr, sehr wichtig ist, dass du weißt. Es hat aufgehört. Der Bildschirm ist schwarz. Was wolltest du sagen? Das war's, sie haben mich geortet. Was wolltest du gerade sagen? Wozu denn? Das Spiel ist vorbei. Wasser, stopp, Schluss mit dem Theater. Ich wusste es. Du hast es nicht ernst gemeint. Natürlich nicht. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich in einer solchen Situation... Wo willst du hin? Die Polizei wird gleich da sein. Unser kleines privates Gespräch und unser Spiel müssen wir woanders fortsetzen. Hey, mach mich los, dann will ich ein gutes Wort für dich einlegen. Hör mal, ich bin nicht von gestern. Denkst du, mir war nicht klar, dass sie es irgendwann schaffen? Aber ich habe vorgesorgt. Denk bloß nicht, du kommst hier so einfach raus. Celeste, verdammt, mach mich los! Ich heiße Tarantula. Wo steckt sie? Wieder negativ, Kollege. Sie ist uns schon wieder entwischt. Wir haben keine Zeit mehr. Nur noch 2 Stunden bis zum Ende des Spiels. Nein, so viel haben wir nicht mehr. Sehen Sie doch, das Becken ist fast voll. Wenn wir so Beck retten wollen, dann jetzt. Jede Wette, diese Frau steckt hier irgendwo. Ukraine, Bukarest oder Honolulu, das sind doch alles nur Nebelkerzen. Ich sage Ihnen, die Hackerin sitzt hier in der Stadt. Behaupten Sie nur, weil Ihnen auch nichts anderes einfällt. Das ist eine alte chinesische Weisheit. Wenn du sicher sein willst, versteck dich hinter dem Rücken deines Jägers. Oder so ähnlich. Hört sich so an, als hätten Sie sich das selbst ausgedacht. Ich kann auch kreativ sein, Frau Kollegin. Oh. Sie kennen mich nicht. Was halten Sie davon, wenn ich Sie mal zum Essen ausführe? Ich hörte, Sie seien in festen Händen. War ich. In leider zu festen Händen. Aber sie selbst hat das mit der Treue nicht so eng gesehen und, na, genauer gesagt, sie hat sich einen geangelt, der jünger ist und besser aussieht. Och, und jetzt enttäuschen Sie mich aber mit ganz alten Klischees. Ja, stimmt aber. Jünger, zupackender, reicher vor allem. Mhm. Stinkreicher Jungunternehmer. Lebt vom Abreißen. Vom Abreißen? Mhm. Abbruchunternehmer. Etwas kaputt zu machen ist lukrativer, als etwas aufzubauen. Das ist seine Devise. Einer der ganz Großen in der Branche. Dem reicht die Abrissbirne nicht, der rückt gleich mit dem Sprengkommando an. Hier eine alte Fabrik, da ein ganzes Gewerbegebiet oder... Moment mal. Was denn? Das alte Südbad. Das wurde vor 2 Jahren geschlossen. Alles sollte abgerissen werden, aber der Investor ist abgesprungen. Inzwischen, glaube ich, hat er irgendeinen Supermarkt zugeschlagen. Ein städtisches Bad? Ja, die Bilder. Ich muss nochmal auf die Webcam-Bilder schauen. Das Hallenbadgebäude steht schon über ein Jahr leer. Hier ist es. Und innen hätten wir eine ganze Reihe leerer Becken. Das ist es. Alle Mann zum alten Schwimmbad, zum ehemaligen Südbad. Ja, so viel du kriegen kannst. Aber ohne Alarm und nicht in Blau. Celeste! Hey, das kannst du nicht machen! Wir reden noch über alles, okay? Verdammt nochmal, ich bin dein Vater! Pass auf, ich kann doch eine Spende machen. Was hältst du davon? Nimm mir einfach einen Betrag. Es geht heute noch an People's World oder an irgendeine andere Organisation. Das kannst du frei bestimmen, verstehst du? Ich will mit dir und dann noch ins Gespräch kommen. Lass uns reden. Ich kann dir jetzt schon was Spendes. Polizei! Bleiben Sie stehen und nehmen Sie die Hände über den Kopf. Sie sagen uns, wo so weg ist und es wird alles gut werden. Ich hinterher. Leck mich! Die läuft auf die Straße! Stehen bleiben! Scheiße! Auch das noch. Wir brauchen eine RTW zum alten Südbad, aber schnell! So, Leute, rein da! Schnell! Nehmen Sie das Wasser bis zum Hals!
steckst du also. Wo soll ich denn sonst sein? Stimmt. Du bist immer da. Das ist schön. Du bist immer für mich da, Freddy. Mein Sohn. Und was machst du da? Hier. Liebe Mitspieler, liebe Internet-User, ich möchte Sie in aller Form bitten, keine weiteren Wassermengen zu aktivieren. Hm? Verstehst du das? Ja. Und Ihnen außerdem versichern, dass das in mich und meine Freilassung investierte Geld für Sie eine gewinnbringende Investition sein wird. Dafür bürge ich höchstpersönlich. Das hat wahrscheinlich Papa geschrieben. Er appelliert an die Spieler. Aber es hilft nichts. Du meinst, er wird ertrinken? Sieht so aus. Da kann man dann wahrscheinlich nichts. Hast du ihn schon aufgegeben? Da ist nicht mehr so viel aufzugeben, Fräulein. Aber wir beide, du und ich, wir saufen nicht ab. Nein, warum? Wir sind einfach gar nicht da. Wir sind ganz, ganz, ganz weit weg. Wir sind auf den Malediven, Freddy. Komm, kauf Wasser. Kauf Wasser, Frederik. Viel Wasser. Liter Wasser geliefert. Nein, Scheiße! Du lässt mich zurück! Ich mach alles, was du willst! Aufwärtstrend stetig.
Das ist dein Vater, der da festgeschnallt ist. Ich weiß, Mama. Gerade deshalb spiele ich doch. Gerade deshalb? Ja, um ihm zu helfen. Die Kripo sucht und sucht, aber die werden nichts finden. Die haben noch 4 Stunden, um ihn da rauszuholen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Wirklich? Geld für ihn spenden. Den Trend umkehren. Welchen Trend denn? Die meisten Mitspieler investieren jetzt in Wasserkraft hier. Mit dem Wasserkraft-Button. Verstehst du? Nein. Die haben ihn schon aufgegeben. Die wetten auf seinen Tod. Was? Man muss dagegen steuern. Die 50.000 zusammenbringen. Man muss auf einem anderen Weg schneller sein. Dann ist er frei. Sonst steigt das Wasser. Das ist doch alles pervers. Spielen mit, Mama. Wir müssen das Lösegeld zusammenkriegen. Nein, nein, nein. Nein, Fredrik, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist so widerlich. Wieso kommt so viel Wasser? Das Becken ist erst halb voll. Und es sind 23 Grad. Wieso kommt so viel Wasser? Sobek, du kennst das Spiel besser als ich. Willst du es den Leuten übel nehmen? Die wollen sich bloß absichern, falls du es nicht schaffst. Falls das Lösegeld nicht zusammenkommt, haben sie immer noch die Wasseroption. Und je mehr Mitspieler so denken, desto lukrativer wird die Sache. Ich habe Anna nicht umgebracht und du weißt das. Nein, du hast sie nicht umgebracht. Es war dir einfach egal, was aus ihr wurde und aus all diesen Menschen. Hauptsache, du hast an ihrem Elend verdient. Aber es ist kein Grund, dich jetzt umzubringen. Also gut, nehmen wir mal an, du hast recht mit allem und bist wirklich unschuldig. Du kannst nichts dafür, dass es dich jetzt erwischt. Dumm für dich ist nur, dass mich das nicht interessiert. Das ist mir egal. Okay. Wir spielen ja ein Spiel. Jeder will das Maximum für seine Spielfigur herausholen. Emotionen sind fehl am Platz. Du bist doch sonst auch kein Weichei, Sobek. 3500 Liter Wasser geliefert. Wasser im Aufwärtstrend. Gib mir die Tastatur. Was willst du ihnen sagen, Sobek? Dass sie das mit dem Wasser sein lassen sollen? Weil du ihnen das Doppelte zahlst? Du weißt genauso gut wie ich, dass es darum nicht mehr geht. Die wollen dich absaufen sehen, darum geht's denen. Sie kennen dich doch gar nicht. Diese Leute wollen nur Gewinn machen, weiter nichts. Gib mir die verdammte Tastatur. Zum tausendsten Mal, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Davon, dass da einer in diesem gottverdammten Internet vor den Augen von Millionen Schaulustigen einen Menschen hinrichtet. Das ist ganz sicher eine schlimme Sache, aber ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ja, was denkt ihr euch denn? Dass ihr auf der richtigen Seite steht mit eurem Protest gegen die Globalisierung? Und dass dann alle Mittel recht sind? Das ist ja schlimmer als Al-Qaida. Es tut mir leid für Sie, Herr... Wie gehen Sie um mit einem solchen Vorwurf? Was soll das denn? Sie stellen die Frage, weil sie schon beantwortet scheint. Also werde ich mit einer Gegenfrage antworten. Wollen Sie denn kein Geld für das, was Sie tun? Doch, natürlich. Nur jeder in dieser Welt arbeitet für Geld. Das ist ganz normal. Jeder versucht, seinen Job gut zu machen. Und mein Job bedeutet, für meine Kunden eine größtmögliche Rendite zu erzielen. Ich muss mir das nicht vorhalten lassen, nur weil die Medien unser Eins zum Abschaum erklärt haben. Aber Herr Sobek, es ist doch unbestritten, dass die ungezügelte Spekulation Ihrer Branche einen wesentlichen Anteil an der heutigen Krise hat. Ungezügelt gehe. Ihre Zuschauer hören das natürlich gern, aber wenn es Ihnen politisch noch so unkorrekt vorkommt, die Gier ist nun mal die gewaltigste Triebfeder unserer Zivilisation. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. Und weil das jeder weiß, will es keiner hören. Was sagen Sie denn zu den Plänen, die Spielräume der internationalen Finanzmärkte rigoros einzuschränken? Stichwort Finanztransaktionssteuer. Ihr wollt, dass wir weiterspielen? Und nehmt uns die Würfel weg. Was soll das? Sie macht das. Sie halten das alles also für ein Spiel? Ja, du gewinnst und du verlierst. Und wenn du das nicht verträgst, dann solltest du nach Hause gehen und Erbsen zählen. Hör zu. Du verstehst das ganz falsch. Meine Mutter war so eine, die das nicht vertragen hat. Du tust gerade so, als hätte ich den Kerlen, die sie auf dem Gewissen haben, eigenhändig die Eisenstange in die Hand gedrückt. Hast du das etwa nicht? Was wirfst du mir vor? Meine Kunden vertrauen ihr hart verdientes Geld an. Sie erwarten, und das mit vollem Recht, dass ich für sie das Beste raushole. Und darin bist du richtig gut, nehme ich an. Ja, allerdings. Du kapierst nicht das Geringste. Habe ich recht? Nein. Wovon zum Teufel sprichst du? Wenn du gewusst hättest, dass Mama da unten ihren Kopf hinhält, hätte das was geändert? Hättest du dich anders verhalten? Aber natürlich. Du lügst. Freddy? Legen
Sichern Sie Ihr Geld in Wasserkraft an. Was um Himmels Willen sichern machst du da? Sie Ihre Zukunft. Ich spiele, Mama. Das weißt du doch. Ne, sag mir, dass du da nicht mitmachst. Du, das ist dein Vater, der da festgeschnallt ist. Ich weiß, Mama. Gerade deshalb spiele ich doch. Gerade deshalb? Ja, um ihm zu helfen. Die Kripo sucht und sucht, aber die werden nichts finden. Die haben noch 4 Stunden, um ihn da rauszuholen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Wirklich? Geld für ihn spenden. Den Trend umkehren. Welchen Trend denn? Die meisten Mitspieler investieren jetzt in Wasserkraft hier. Mit dem Wasserkraft-Button. Verstehst du? Nein. Die haben ihn schon aufgegeben. Die wetten auf seinen Tod. Was? Man muss dagegen steuern. Die 50.000 zusammenbringen. Man muss auf einem anderen Weg schneller sein. Ich los, dann will ich gutes Wort für dich einlegen. Hör mal, ich bin nicht von gestern. Denkst du, mir war nicht klar, dass sie es irgendwann schaffen? Aber ich habe vorgesorgt. Denk bloß nicht, du kommst hier so einfach raus. Verlust, verdammt, mach mich los! Ich heiße Tarantula. Wo steckt sie? Wieder negativ, Kollege. Sie ist uns schon wieder entwischt. Wir haben keine Zeit mehr. Nur noch 2 Stunden bis zum Ende des Spiels. Nein, so viel haben wir nicht mehr. Sehen Sie doch, das Becken ist fast voll. Wenn wir so Beck retten wollen, dann jetzt. Jede Wette, diese Frau steckt hier irgendwo. Ukraine, Bukarest oder Honolulu, das sind doch alles nur Nebelkerzen. Ich sage Ihnen, die Hackerin sitzt hier in der Stadt. Behaupten Sie nur, weil Ihnen auch nichts anderes einfällt. Das ist eine alte chinesische Weisheit. Wenn du sicher sein willst, versteck dich hinter dem Rücken deines Jägers. Oder so ähnlich. Hört sich so an, als hätten Sie sich das selbst ausgedacht. Ich kann auch kreativ sein, Frau Kollegin. Oh. Sie kennen mich nicht. Was halten Sie davon, wenn ich Sie mal zum Essen ausführe? Ich hörte, Sie seien in festen Händen. War ich. In leider zu festen Händen. Aber sie selbst hat das mit der Treue nicht so eng gesehen und... Na, genauer gesagt, sie hat sich angeangelt, der jünger ist und besser aussieht. Och, und jetzt enttäuschen Sie mich aber mit ganz alten Klischees. Ja, stimmt aber. Jünger, zupackender, reicher vor allem. Stinkreicher Jungunternehmer. Lebt vom Abreißen. Vom Abreißen? Mhm. Abbruchunternehmer. Etwas kaputt zu machen ist lukrativer, als etwas aufzubauen. Das ist seine Devise. Einer der ganz Großen in der Branche. Dem reicht die Abrissbirne nicht, der rückt gleich mit dem Sprengkommando an. Hier eine alte Fabrik, da ein ganzes Gewerbegebiet oder... Moment mal. Was denn? Das alte Südbad. Das wurde vor 2 Jahren geschlossen. Alles sollte abgerissen werden, aber der Investor ist abgesprungen. Inzwischen, glaube ich, hat er irgendeinen Supermarkt zugeschlagen. Ein städtisches Bad? Ja, die Bilder. Ich muss nochmal auf die Webcam-Bilder schauen. Das Hallenbadgebäude steht schon über ein Jahr leer. Hier ist es. Und innen hätten wir eine ganze Reihe leerer Becken. Das ist es. Alle Mann zum alten Schwimmbad, zum ehemaligen Südbad. Ja, so viel du kriegen kannst. Aber ohne Alarm und nicht in Blau. Celeste! Hey, das kannst du nicht machen! Wir reden noch über alles, okay? Verdammt nochmal, ich bin dein Vater! Pass auf, ich kann doch eine Spende machen. Was hältst du davon? Nimm mir einfach einen Betrag. Es geht heute noch an People's World oder an irgendeine andere Organisation. Das kannst du frei bestimmen, verstehst du? Ich will mit dir und dann noch ins Gespräch kommen. Lass uns reden. Ich kann dir jetzt schon mal spielen. Das Polizei! Müll mit der Sache zu tun haben könnte. Er arbeitet auch in der Bank und früher waren die beiden beste Freunde. Und warum glauben Sie, dass Tillmann ihm so etwas antun könnte? Naja, er war stellvertretender Bereichsleiter und jetzt hat Gerd eben diesen Posten. Oh. Ja, dabei hat Tillmann durchaus die Fähigkeiten. Ich meine... Sie kennen ihn also näher? Nein, nur flüchtig. Wir laufen uns ab und zu über den Weg. Wir brauchen diesen Demonstranten. Welchen? Den, mit dem er sich auf der Kundgebung gezofft hat. Glauben Sie, der könnte der Kidnapper sein? Ja, momentan haben wir einfach nichts anderes. Zuerst beschimpft er ihn, dann entführt er ihn? Warum nicht? Steht irgendwo in Ihren Lehrbüchern, dass es nicht erlaubt ist? Entführen ist nicht erlaubt. Beschimpfen schon. Bis gleich und Ende. Sie sind verrückt. Ich kenne Ihre Mutter überhaupt nicht. Du hattest nichts gegen sie, Sobek.
Und sie ist deshalb gestorben, weil sie dir egal war. Sie hieß Anna. Anna van Deusen. Was? Anna. Anna. Da bist du, Celeste? Ja, das bin ich. Und ich bin dein Vater. Bist du nicht? Na schön. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, Celeste, aber ob sie nun passt oder nicht, deine Mutter ist die Frau, die von mir schwanger wurde. Für dich heiße ich Tarantula. Das ist doch lächerlich. Hey, lass mich laufen, der zweite Tag ist schon halb vorbei, es dauert nicht mehr lange, bis sie dich aufgespürt haben. Darauf würde ich nicht setzen. Sorg lieber dafür, dass mehr Leute für dich spenden. Wenn das so weitergeht, reicht das Geld nicht. Es fehlen noch fast 15.000 Euro. Wasserkraft hat Zukunft. 1.000 Liter verkauft. Bitte. Werden geliefert. Bitte, was soll der Scheiß mit dem Wasser? Das hatte ich doch schon erwähnt, oder? Jedes Spiel hat zwei Seiten. Die einen verdienen. Den anderen steht das Wasser bis zum Hals. Was soll das? Die andere Seite unseres kleinen Spiels, Sobek. Stell dir vor, es gibt Leute, die setzen auf Wasserkraft. Auch wenn du am Ende dabei drauf gehst. Wasserkraft, das ist eine zukunftsweisende Technologie. Für jeden Liter, der in dieses Becken plätschert, gibt es 50 Cent. Ziemlich lausig. Wenn man stattdessen mit Sobek 800% Gewinn machen kann. Meinst du nicht? Also sei unbesorgt. Die überwiegende Mehrheit der Spieler glaubt an dich. Und daran, dass du das hier überlebst. Aber wieso hat es dann erst getröpfelt und jetzt läuft es richtig? Muss ich nicht vorhalten lassen, nur weil die Medien unsereins zum Abschaum erklärt haben. Aber Herr Sobek, es ist doch unbestritten, dass die ungezügelte Spekulation Ihrer Branche einen wesentlichen Anteil an der heutigen Krise hat. Ungezügelt gehe. Ihre Zuschauer hören das natürlich gern, aber wenn es Ihnen politisch noch so unkorrekt vorkommt, die Gier ist nun mal die gewaltigste Triebfeder unserer Zivilisation. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. Und weil das jeder weiß, will es keiner hören. Was sagen Sie denn zu den Plänen, die Spielräume der internationalen Finanzmärkte rigoros einzuschränken? Stichwort Finanztransaktionssteuer. Ihr wollt, dass wir weiterspielen? Oh, nehmt uns die Würfel weg. Was soll das? Sie macht das. Sie halten das alles also für ein Spiel? Ja, du gewinnst und du verlierst. Und wenn du das nicht verträgst, dann solltest du nach Hause gehen und Erbsen zählen. Hör zu. Du verstehst das ganz falsch. Meine Mutter war so eine, die das nicht vertragen hat. Du tust gerade so, als hätte ich den Kerlen, die sie auf dem Gewissen haben, eigenhändig die Eisenstange in die Hand gedrückt. Hast du das etwa nicht? Was wirfst du mir vor? Meine Kunden vertrauen mir ihr hart verdientes Geld an. Sie erwarten das mit vollem Recht, dass ich für sie das Beste raushole. Und darin bist du richtig gut, nehme ich an. Ja, allerdings. Du kapierst nicht das Geringste. Hab ich recht? Nein. Wovon zum Teufel sprichst du? Wenn du gewusst hättest, dass Mama da unten ihren Kopf hinhält, hätte das was geändert? Hättest du dich anders verhalten? Aber natürlich. Du lügst. Freddy? Legen Sie Ihr Geld in Wasserkraft an. Was um Himmels Willen Sichern machst du da? Sie Ihre Zukunft. Ich spiele, Mama. Das weißt du doch. Ne, sag mir, dass du da nicht mitmachst. Du, das ist dein Vater, der da festgeschnallt ist. Ich weiß, Mama. Gerade deshalb spiele ich doch. Gerade deshalb? Ja, um ihm zu helfen. Die Kripo sucht und sucht, aber die werden nichts finden. Die haben noch 4 Stunden, um ihn da rauszuholen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Wirklich? Geld für ihn spenden. Den Trend umkehren. Welchen Trend denn? Die meisten Mitspieler investieren jetzt in Wasserkraft hier, mit dem Wasserkraft-Button. Verstehst du? Nein. Die haben ihn schon aufgegeben. Die wetten auf seinen Tod. Was? Man muss dagegen steuern, die 50.000 zusammenbringen. Man muss auf einem anderen Weg schneller sein. Dann ist er frei. Sonst steigt das Wasser. Das ist doch alles pervers. Spielen mit, Mama. Wir müssen das Lösegeld zusammenkriegen. Nein, nein, nein. Nein, Fredrik, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist so widerlich.
kämen wir hin, wenn wir immer gleich eine Fahndung ausgeben würden, wenn einer, was weiß ich, fremd geht. Wie bitte? Wie ist Ihr Name? Frau Sobeck, Frau Bischof, bitte, wir können nicht jeder Verspätung und jeden privaten Ihren Konflikt Namen. Nachgehen. Mein Name ist Teuerzeit mit TH und Sie dürfen mich jederzeit wieder anrufen, auch wenn der treue Herr Gemahl wieder da sein sollte. Frau Bischof, Frau Sobeck, im Ernst, wir können erst tätig werden, wenn Sie... Ja, so, wissen Sie was, sparen Sie sich einfach den Rest, ja? Sollen wir bestellen, mein Schatz? Also ich... Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Aber du trinkst doch wenigstens einen Kaffee. Also gut, ja, einen Kaffee. Was darf ich Ihnen bringen? Zwei normale Kaffee, ja. Bitte. Danke. Aber wirklich schade, dass du keine Zeit hast. Aber danke, dass du mich eingeladen hast. Ich wollte dich fragen... Ja? Ob du weißt, wo er ist. Wer? Gerd. Er ist seit heute Morgen spurlos verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Wie kommst du darauf, dass ich weiß, wo er steht? Weil du heute Morgen so etwas gesagt hast, dass du eine Möglichkeit gefunden hast, wie du ihn... Aber ich meine, wie wir beide... Damit meinst du doch nicht, dass... Debbie, bitte, sag mir jetzt nicht, dass du mir so etwas zutraust. Was denn? Ja, was wohl? Dass ich mit seinem Verschwinden etwas zu tun haben könnte. Nein, entschuldige, nein, natürlich nicht. Ich... Ja, klang aber so. Also, ich muss schon sagen, dass du so etwas von mir denken kannst, das ist ja... Aber wie hast du das denn dann gemeint, also, dass unsere Probleme gelöst sind? Dass ich demnächst eine neue Firma gründe. Einen Wertpapierhandel in Hamburg. Und du kommst mit, Debbie. Debbie, hörst du mir überhaupt zu? Am Montag wollten wir eine Woche auf die Malediven. Zum Tauchen. Ich frage mich... wohin er abgetaucht ist. Das ist nicht komisch, Tilman. Das ist nicht komisch. Hansi, es ist 6 Uhr durch. Ich habe Hunger. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Später, Sobeck. Alles zu seiner Zeit. Außerdem tropft das Wasser. Erstmal zu unserem Spiel. Willkommen zu Bankers Mahlzeit. Hier kannst du nur gewinnen. Und so einfach geht's. Einloggen und mitspielen. Sie denken doch nicht im Ernst, ich würde in irgendeiner Weise mit Ihnen kooperieren. Folgende Regeln, Sobeck. Man sagt ja immer Geld. Das ist eine Organisation, die Menschen hilft, auf eigenen Füßen zu stehen. Ja. Schulen, medizinische Hilfe, Infrastruktur. Dann kam das Jahr 2008. Innerhalb weniger Wochen stiegen die Preise für Grundnahrungsmittel um das Dreifache. Die Leute konnten nicht mal mehr Reis kaufen. Legen Sie Ihr Geld in Wasserkraft an. Sichern Sie Ihre Zukunft. Was hat das jetzt zu bedeuten? Was soll das mit der Wasserkraft? Die Leute gingen auf die Straße, plünderten Läden, ein paar fielen über Mama her und zerrten sie in eine Seitengasse. Sie schlugen mit Eisenstangen auf sie ein. Eine Freundin hat sie gefunden. Sie erlag ihren Verletzungen. Ja, das ist schlimm. Aber was hab ich? Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es schlimm, dass sowas passiert, aber was soll denn jetzt diese Meldung mit der Wasserkraft? Lange Zeit habe ich gedacht, dass man solche Leute ihrem Schicksal überlassen sollte, wenn sie diejenigen, die ihnen aus idealistischen Gründen helfen, mit Knüppeln erschlagen. Ja. Können Sie mir andere Schuhe besorgen? Aber dann ging ich den Dingen auf den Grund. Meine sind nass. Weißt du, was ich eines Tages begriffen habe? Nein. Diese Leute sind gar nicht an der Lage schuld. Streng genommen haben sie meine Mutter gar nicht ermordet, sondern ein anderer Sobeck. Du. Ja, ich bin's, Teuerzeit. Ich stehe gerade vor Sobecks Wagen in der Garage. Er hatte ihn wohl schon aufgeschlossen, aber vom Schlüssel keine Spur. Kein Hinweis auf den Kidnapper? Tja, also wenn Sie jetzt das übliche Streichholzbriefchen meinen, nein. Habt ihr diese Internetseite endlich abgestellt? Negativ. Aber wir sind dran. Der Betreiber der Seite sitzt in Rumänien. Gestern warst du noch Kiew. Der Kerl ist clever. Zieht ständig auf einen anderen Server um. Geht das denn?
Das ist üblich, wenn man nicht geortet werden will. Mhm. Und deswegen habt ihr ihn noch nicht? Nee, wir kriegen ihn schon noch. Hoffentlich bevor Sobek unter Wasser ist. Wie Wasser? Es fließt Wasser ins Becken. Damit können die Spielteilnehmer der Gegenseite Gewinn machen. Sie müssen nur den Button Wassermarsch aktivieren, dann sind sie dabei. Und wir reden von echtem Wasser. Mann, Mann, Mann. Haben Sie ihn gefunden? Noch nicht. Ist Ihnen in der letzten Zeit vielleicht irgendwas aufgefallen, was uns Aufschluss über den Täter geben könnte? Ich weiß nicht, aber kommen Sie doch erstmal bitte rein. Wir haben diese Päckchen bekommen. Päckchen? Ja, einmal war Kakao drin, dann Getreide, ganz merkwürdig. Das letzte kam am Donnerstag. Also vorgestern? Ja, genau, einen Tag bevor. Also ein Päckchen mit Reis. Von wem? Keine Ahnung, es war an Gerd adressiert. Hat Ihr Mann Feinde? Gerd sagt immer... Ja. Und außerdem... Und Ihnen außerdem versichern... dass das in mich und meine Freilassung investierte Geld für Sie eine gewinnbringende Investition sein wird. Dafür bürge ich höchstpersönlich. Das hat wahrscheinlich Papa geschrieben. Er appelliert an die Spieler. Aber es hilft nichts. Du meinst, er wird ertrinken? Sieht so aus. Hm. Da kann man dann wahrscheinlich... Nichts. Hast du ihn schon aufgegeben? Da ist nicht mehr so viel aufzugeben, Fräulein. Aber wir beide, du und ich, wir saufen nicht ab. Nein? Warum? Wir sind einfach gar nicht da. Wir sind ganz, ganz, ganz weit weg. Wir sind auf den Malediven, Freddy. Komm, kauf Wasser, Frederik. Viel Wasser. Liter Wasser geliefert. Scheiße! Ich mach alles, was du willst! Aufwärtstrend stetig. Ich wollte diesen Verdacht gegen mich aus der Welt schaffen. Ja, ja. Ich war auf der Demo, ja, aber ich bin kein Randalierer. Ach, Herr Schlösser? Ja, bitte? Eine Frage noch. Ach, kommen Sie doch mal rein. Sie erwähnten eben eine Anna, Ihre Lebensgefährtin, sagten Sie. Ja. Ist Ihr Name zufällig von Domen oder von Deusen, Anna von Deusen? Ja, Deusen, aber nicht von, sondern van. Anna van Deusen, warum? Dieser Sobek, also der, den Sie neulich attackiert haben. Nein, ich habe Ihnen doch Herr schon gesagt... Das ist völlig unwichtig. Wir haben einen bizarren Fall von Kidnapping. Sobek ist entführt worden. Der Entführer oder der Entführer hat eine Webcam installiert. Sie glauben doch nicht, dass ich... Nein, 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 ganz langsam. Wenn wir seine Lippenbewegungen richtig analysiert haben, dann sagt er den Namen Anna van Deusen in die Webcam.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Was? Also, nicht die geringste. Und nochmal, ich habe nicht ihn, sondern er mich attackiert. Das habe ich doch eben gesagt. Und jetzt auch noch, also eine Entführung. Herr Schlösser, die Sache ist ernst. Irgendjemand hat ein sehr böses Spiel mit dem Mann vor. Wenn Sie mehr wissen, dann müssen Sie uns das sagen. Und Anna soll da mit drin hängen? Möglicherweise. Ich fürchte, Herr Kommissar, Sie verfolgen eine falsche Spur. Und wieso? Anna ist tot. Sie kam vor 4 Jahren auf Haiti ums Leben. Anna van Deussen, Ärztin, wurde 2008 bei Unruhen in Haiti ermordet. 2008 herrschte eine Versorgungskrise. Einige amerikanische Investmentfonds kamen in die Kritik, weil sie im großen Stil mit Agrarrohstoffen spekuliert haben. Sie haben irrsinnige Mengen aufgekauft und vom Markt genommen. Das hat den Preis in die Höhe getrieben. Es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen, nicht nur auf Haiti. So, und jetzt erhält Sobeck Päckchen mit Weizen, Kakao und Reis. Grundnahrungsmittel. Aha. Das hat uns Debbie Bischof erzählt. Da muss es einen direkten Zusammenhang geben. Sehr gut, Herr Kollege. Sehr gut. Das würde ich meinen. Ich hoffe, es enttäuscht Sie nicht allzu sehr, aber wir sind schon einen Schritt weiter. Einer der Fonds, der am meisten Geld aus dieser Krise in Haiti zog, war McCloud Funds, weltweit operierend, mit Sitz in Singapur. Und nun raten Sie mal, wer da mit drin hing. Ich hatte mal einen Vater, habe ich mir jedenfalls eingebildet. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Willst du mal sehen? Herr Sobeck, der Handel mit Geld und Wertpapieren ist stark in die Kritik geraten. Sie als Investmentbanker gelten für viele als habgieriger Zocker. Wie gehen Sie um mit einem solchen Vorwurf? Sobeck. Und sie ist deshalb gestorben, weil sie dir egal war. Sie hieß Anna. Ja. Anna van Deussen. Was? Ach, Anna. Da bist du, Celeste? Ja, das bin ich. Und ich bin dein Vater. Bist du nicht? Na schön, wir haben uns noch nicht kennengelernt, Celeste, aber ob sie nun passt oder nicht, deine Mutter ist die Frau, die von mir schwanger wurde. Für dich heiße ich Tarantula. Das ist doch lächerlich. Hey, lass mich laufen, der zweite Tag ist schon halb vorbei. Es dauert nicht mehr lange, bis sie dich aufgespürt haben. Darauf würde ich nicht setzen. Sorg lieber dafür, dass mehr Leute für dich spenden. Wenn das so weitergeht, reicht das Geld nicht. Es fehlen noch fast 15.000 Euro. Wasserkraft hat Zukunft. 1.000 Liter verkauft. Bitte. Werden geliefert. Bitte, was soll der Scheiß mit dem Wasser? Das hatte ich doch schon erwähnt, oder? Jedes Spiel hat 2 Seiten. Die einen verdienen. Den anderen steht das Wasser bis zum Hals. Was soll das? Die andere Seite unseres kleinen Spiels, Sobeck. Stell dir vor, es gibt Leute, die setzen auf Wasserkraft. Auch wenn du am Ende dabei drauf gehst. Wasserkraft, das ist eine zukunftsweisende Technologie. Für jeden Liter, der in dieses Becken plätschert, gibt es 50 Cent. Ziemlich lausig. Wenn man stattdessen mit Sobeck 800% Gewinn machen kann, meinst du nicht? Also sei unbesorgt. Die überwiegende Mehrheit der Spieler glaubt an dich. Und daran, dass du das hier überlebst. Aber wieso hat es dann erst getröpfelt und jetzt läuft es richtig? Muss ich dir das erklären, Sobeck? Es gibt immer welche, die gegen den Trend wetten. Also bleib cool. Und was ist, wenn sie ihre veranschlagten Gewinne aus den gesetzten Beträgen in Wasser anlegen? So blöd bist du doch sonst nicht, Sobeck, alter Banker. Je mehr Leute in Wasserkraft investieren, desto schneller kommt das Wasser. Ist doch nur ein Spiel, Sobeck. Die Zeit läuft uns davon, Kollegin Brehm. Ich weiß, aber unser Kidnapper ist clever. Nicht nur mehr 10 Stunden. Heute Mitternacht ist Zapfenstreich. Ein echter Profi, wenn Sie mich fragen. Er hat uns wieder abgehängt. Und was sagt er da? Wer? Herr Sobeck. Die Mundbewegungen. Gehen Sie mal näher ran. Das geht nicht. Der Kidnapper hat die Kamera installiert. Ja, ich weiß. Ransom ist nicht. Wir können das Bild vergrößern, aber dann wird's grob. Ja, aber sehen Sie das nicht? Der schnappt nach Luft. Wie ein Fisch auf dem Trocknen. Du weißt doch kaum Wasser im Schwimmbecken. Sie haben recht.
Nee, der schnappt nicht nach Luft. Hier steckst du also. Wo soll ich denn sonst sein? Stimmt. Du bist immer da. Das ist schön. Du bist immer für mich da, Freddy. Mein Sohn. Und was machst du da? Hier. Liebe Mitspieler, liebe Internet-User, ich möchte Sie in aller Form bitten, keine weiteren Wassermengen zu aktivieren. Verstehst du das? Ja. Und außerdem, und Ihnen außerdem versichern, dass das in mich und meine Freilassung investierte Geld für Sie eine gewinnbringende Investition sein wird. Dafür bürge ich höchstpersönlich. Das hat wahrscheinlich Papa geschrieben. Er appelliert an die Spieler. Aber es hilft nichts. Du meinst, er wird ertrinken? Sieht so aus. Da kann man dann wahrscheinlich nichts. Hast du ihn schon aufgegeben? Da ist nicht mehr so viel aufzugeben, Fräulein. Aber wir beide, du und ich, wir saufen nicht ab. Nein? Warum? Wir sind einfach gar nicht da. Wir sind ganz, ganz, ganz weit weg. Wir sind auf den Malediven, Freddy. Komm, kauf Wasser, Frederik. Viel Wasser. Liter Wasser geliefert. Scheiße! Ich mache alles, was du willst! Und komm zu mir! Aufwärtstrend stetig. Das irgendwann mal erwähnt, ja. Tillmann, es hat mich nicht weiter interessiert. Mich aber. Ja. Ja, denk, was du willst. Es gab Situationen, da wollte ich ihn damit unter Druck setzen. Du nimmst ihm die Frau weg, um ihn zu demütigen? Ja? Oh mein Gott, Tillmann. Und ich hab gedacht... Dieses Mädchen... hat ein Recht darauf zu erfahren, wer ihr Vater ist. Ja, sie ist ziemlich speziell und mit dem, was ihr Daddy da so treibt, da würde sie nie klarkommen. Was erzählst du da? Dass ich vielleicht ein wenig über das Ziel hinausgeschossen bin. Celeste? Celeste? Ja, so heißt seine Tochter. Ich wusste, sie macht Gerd irgendwie die Hölle heiß. Aber ich hab doch nicht ahnen können. Damit hab ich doch nichts zu tun. Verstehst du? Und... ich möchte auch nicht, dass... Das was? Jedenfalls, es kann so nicht weitergehen. Was denn? Es war wirklich schön mit dir, Debbie. Unsere spontanen Treffen, unsere Hotelbegegnungen, unsere Affäre, meinetwegen. Ich habe das genossen. Ja. Das war schön. Aber andererseits, ich bin verheiratet, habe Familie. Betrachten wir die Sache vernünftig. Ach ja, ich... ja, ich vergaß, du hast ja Familie. Debbie, bitte. Lass uns gute Freunde bleiben, oder? Tillmann? Was soll dieses Gerede? Dann sprich's aus. Komm, sag's einfach. Ja. Wir sollten uns nicht mehr treffen, Debbie.
Zahlen bitte. Es tut mir leid. Ja. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid. Celeste van Deusen, 24, hat das Studium geschmissen. Die dänischen Kollegen gehen davon aus, dass sie in einschlägigen Hackerkreisen unter dem Namen Tarantula bekannt ist. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Das ist die Frau, die wir suchen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir sie suchen sollen. Du hast immer noch eine faire Chance, Sobek. Die Sache ist so abgekartet. Komm, ein paar Liter und ich sauf ab. Das wird schon. Hab Vertrauen in die Mitspieler. Zuletzt mal, was willst du von dir? Ich dachte mir, dass du dich entschuldigst und sagst, dass dein Leben bislang ein tragischer Fehler gewesen ist. Also gut, Celeste, du willst es. Genauso war es, ja? Und entschuldigung.